Morgen, meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Warum ist die Heizung so heiß? Ja, es ist richtig kalt. Na, jetzt geht's wieder. Wir sind im Auto. Der Papa muss kurz in seine alte Arbeit und sein Firmenhandy, seine Schlüssel und ein paar Sachen noch zurückgeben. Ich bin als moralische Unterstützung dabei, die Luisa auch. Die anderen Kinder, die sind zu Hause, die mit Michelle und der Vati, die müssen noch Hausaufgaben machen. Und die Lara wollte nicht mitgehen. Deswegen sind die zu Hause geblieben. Und ja, was machen wir danach? Wir gehen nach Hause, oder? Wir gehen nach Hause und dann gehen wir arbeiten. Genau, danach fahren wir nach Hause und dann machen wir uns ans Werk. Diesen Vlog übrigens, den werdet ihr heute noch sehen, weil ich jetzt keine Vlogs mehr hatte. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich euch ein bisschen so am Vormittag mit. Und ja, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Weiß nicht warum, ich glaube irgendwie, ich trinke zu wenig. Wenn ich so viel zu tun habe, dann merke ich, dass ich, wenn ich keine Flasche neben mir stehen habe, dann trinke ich einfach zu wenig, was sehr schlecht ist. Muss ich mir umgewöhnen, ja. Jetzt habe ich ein bisschen Kopfschmerzen. Ich bin kurz beim Villa, um mich hier was gekauft. Und bei uns werden die Masken schon ausgeteilt, irgendwie voll krass. Wer hätte das gedacht vor ein paar Monaten? Das ist unsere Realität. Ja, ist auf jeden Fall krass. Krasses Feeling. So, ich konnte im Supermarkt nicht quatschen, weil dort Musik gelaufen ist. Moment. Luisa hat ein bisschen Angst. Schaut mal. Ich habe keine Angst, Mama, ich habe Hunger. Ach so? Ja. Wir sind jetzt kurz. Wo soll ich sie anfassen? Ich habe aber gesagt, ich darf nicht. Hier, musst du so nehmen. So. Und die Wellen ziehst du drunter. So? Genau, nimmst du drunter. Ja, richtig. Ja, cool. Die ist jetzt voller Make-up. Ich habe mich ein bisschen Make-up drin. Ja, ich wollte was Kleines kaufen. Wie merke ich mir das jetzt? Hä? Ja. Der Herr hat gesagt, mit Desinfektionsmittel. Aber wir haben kein Desinfektionsmittel. Waschen oder was? Mit Alkohol. Wodka hätten wir kaufen müssen. Ja. Mit Wodka geht auch. Dann hat er sich vor dem Mund und dann... Ja. So, wir haben uns was Kleines nämlich gekauft. Wir haben nämlich nicht gefrühstückt. Die Kinder schon. Was ist das? Das ist von der Luisa. Ich hatte die Desinfektionsmittel auf der Hand gehabt, aber ich habe mich desinfiziert. Dann gibt's die. Ich zahle jetzt übrigens seitdem auch immer mit dem Handy, weil ich habe Apple Pay. Das heißt, ich brauche keine Bankomatkarte, ich muss keinen Code eingeben, muss aber nur das Handy hinhalten und dann, okay, früher habe ich mit Face ID bestätigt, das geht ja jetzt nicht wegen der Maske, muss aber den Code eingeben. Ja. Na gut, wir fahren jetzt auf jeden Fall mal. Hau! Ja. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich habe jetzt schon die Haare gewaschen. Ich hatte furchtbar. Was ist das? Was denn? Das? Was ist für den da? Bitte schön. Danke. Die Luisa hat hier einen Lolli. Zeig schon mal deinen Lolli. Wow. Och, Babygirl, danke. Die Hunde spielen hier. Schaut mal. Emmy! Emmy und Sophia! Was denn? Wir brauchen ein neues. Wir brauchen die Emmy auch im Intro, oder? Hey, kleiner Wauwau. Hey, kleiner Wauwau. Oh. Die zwei sind die ganze Zeit nur am herumtollen. Warte, Luisa, mit dir bist du voll reingerutscht. Schaut mal, das geht den ganzen Tag so. Den ganzen Tag. Au, 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 au. Die Emmy hat noch ihre Babyzähne. Milchzähne. Ich muss jetzt noch kurz zum Computer. Ich muss ein zwei E-Mails schreiben. Und danach muss ich mich mit Papa zusammensetzen, wenn wir den Plan machen, wie wir uns die Arbeit, die ich habe, auf zwei aufteilen. Somit werden wir einfach produktiver und er hat was zu tun. Ja, das werde ich auf jeden Fall jetzt machen. Ja. Während mein Computer hochfährt, werde ich auch hier ein paar Fragen beantworten zu den Masken. Ich wollte kurz was sagen, der Papa ist jetzt hier. Ich habe meine neue Arbeit gefunden. Meine neue Haushaltshilfe. Brauchst du noch meine Dienstleistungen? Brauchst du noch. Also, falls ihr eine neue Haushaltshilfe braucht, kann ich den Papa ausborgen. Ohne Wäschefalten bitte. So schreibst du, wenn das also, so ohne Wäschefalten. Der Papa ist schon nicht nach zu voll. Bei mir ist es sauber. Mach zu. Zu.
Auf jeden Fall. Ich habe auch auf Instagram einige Nachrichten oder Fragen bekommen wegen den Masken. Ob Kinder denn auch die Masken tragen müssen? Ja, müssen sie. Ich habe nämlich, wie ich kurz in Billa war, war da so eine Frau mit einem Kind, ein bisschen älter als Michelle vielleicht, die hat auch eine Maske bekommen. Und die Masken werden von den Supermärkten ausgeteilt. Also nicht, man muss sie nicht selber mitbringen, weil man könnte sie aktuell auch, glaube ich, nirgends kaufen, weil die ja überhaupt Mangelware sind. Und die bekommt man halt beim Supermarkt ausgeteilt und man sollte sie im besten Fall halt wieder mitbringen, wenn man wieder einkaufen kommt. Ja, mal schauen, wie das funktioniert. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und genau, man kann sich auch selbst genähte Masken mitbringen, wenn man das möchte. Es gibt schon diverse kleine Shops, die die verkaufen. Für Kinder würde ich dann solche empfehlen. Falls ihr unbedingt mit Kindern einkaufen gehen müsst, dann lieber so kleine genähte kaufen. Die sind dann eher so passformmäßig für den kleinen Kopf angepasst. Und ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt dazu, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich muss auf jeden Fall jetzt schnell meine E-Mail beantworten, die da dringend auf ja, Office kam halt. Und danach muss ich mit dem Papa zusammensitzen. Ja, also bis später. Wir sind jetzt hier zusammen. Wir bearbeiten jetzt unsere To-Dos für die kommende Woche schon mal. Und den Monat. Das wird jetzt Zukunft. Oh, ich freue mich. Auf jeden Fall. Überlegen gerade, ob der Papa vielleicht auch hier ins Büro reinziehen soll. Aber wir haben einfach überhaupt keinen Platz mehr. Alles zugestellt hier. Weil wäre cool, wenn du hier so ein Büro hättest. Aber das hat keinen Platz mehr. Ich habe ein zu kleines Büro. Außerdem meint der Papa, dass die Sophie hier... Da hat sie schon belegt. Wie sie es genießt. Hört sich das bitte an. Was ist das? Hallo? Entschuldigung? Hier wird nicht geschlafen, das ist ein Büro. Ja, wie? Ja, wie? Oh, Entschuldigung. Papa schreit. Oh, was mit Emmy? Sie grinst irgendwie, gell? Ja, ja, die Emmy. Wo ist die Emmy? Emmy? Die Emmy schläft total. Hier, da ist übrigens ein Pief. Hi, Pief. Hier ist die kleine Emmy. Ja, die schläft auf der Sonne. Auf dem Stick. Komm mit. Komm schon mit. Ja, komm. Du musst dafür, was ist das? Amy. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Wo ist Amy Winehouse? Wo ist Winehouse? Amy Winehouse? Die hat doch Amy geheißen. Unsere heißt doch nur Amy. Amy und Pief, schaut mal. So, aber jetzt raus mit den Kuscheltieren. Aber bitte. Behatte. Und jetzt wird gearbeitet. Also gut, schau mal, ich kann dir mal, soll ich mal die To-Do-Liste aufzählen, was ich aufgeschrieben habe für mich? Übrigens arbeiten mit Kindern aus. Ja, die kleine Luisa, die schläft richtig tief. Ich kann auch ein bisschen lauter sprechen. Stört sie eigentlich gar nicht. Aber ablegen ist nicht so. Also wenn ich sie jetzt ablegen würde und richtig leise wären, würde sie aufwachen. Aber hier, da spürt sie mich, da hört sie mich. Wahnsinn, diese kleine Kuschelratte. Kuschel, kuschel, kuschel. Das Problem ist aber jetzt nur, dass ich auf Klo muss. Und ja, deswegen muss ich auch ein bisschen damit rechnen, dass er jetzt wach wird. Ich muss wirklich dringend Pipi und ja, so geht nicht. In dieser Kombination geht das jetzt. Ich meine, ich kann nicht ein paar... Wahnsinn. Ich meine, es ist nicht so, dass ich es nicht genießen würde. Aber ich muss trotzdem auf die Toilette.
Deswegen, bis gleich. So, mittlerweile sind wir in der Küche. Papa ist am Handy. Papa? Blödsinn, nur kurz. Wir kochen jetzt schnell was. Also es ist was Schnelles. Es gibt Tiefkühlpizza und Fischstäbchen und ich esse Kroketten mit Würstchen. Also jeder isst ein bisschen was anderes. Michelle und Patrick wollten Pizza essen. Die Luisa und die Lara essen Fischstäbchen und ich und der Papa essen Würstel mit Kroketten. Das machen wir jetzt schnell. Luisa, setz dich hin, Sotti. Bist du schon wach? So, darf ich das haben, bitte? Ich muss das zubereiten. Michelle, bitte nicht am Tisch sitzen. Hm? Hier sind die Hunde. Die Emmy schleppt immer Papas Patschen her. Kannst du das wieder... Dankeschön, Michelle. Emmy! Das ist etwas großer. Gut, 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 gut. Wir bräuchten den Pief noch. Ist der Pief im Haus? Ja, er ist unten und schläft auf Patrick's Snowboard. Achso, bring ihn mal rauf, dann kann ich jetzt schnell mal das neue Intro mit den Tieren drehen. Hi, Satzi! Ja, ist ja fein! Ja, fein! So, meine Lieben, wir sind jetzt gerade fertig mit Essen. Luisa, Lara? Oh, Lara. Lara. Da versteckt sich jemand. Gehst du runter lernen? Autsch, warte, ich bin wieder raus. Der Papa geht jetzt mit Lara und Luisa raus, spielen. Hallo, hier, Patrick. Und ich gehe jetzt schnell dieses Video schneiden und für euch bereitstellen. Gehen wir jetzt heute live oder morgen? Morgen. Morgen, okay. Das heißt, heute kommen wir nicht mehr live, aber dafür am Donnerstag. Am videofreien Tag kommen wir live. Uhrzeit und so werde ich alles eh noch posten. Das werdet ihr dann eh noch sehen. Und ja, danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir sehen uns dann morgen. Tschüss. Tschüss.